1 Uhr nachts am Flughafen Köln-Bonn. Jetzt brummt der Frachtverkehr. Rund 500.000 Pakete kommen hier pro Nacht an. Und die müssen stichprobenartig überprüft werden. Zöllner Jens Ahland hat heute Nachtschicht. Einer seiner wichtigsten Kollegen ist Drogenspürhund Abby. Und sie interessiert sich direkt für ein Paket. Ein Röntgenbild soll Aufklärung bringen. Hier sehen wir die typische Verpackungsstruktur und den Inhalt dieses gekräuselte. Hier haben wir sicherlich einen Treffer von Marihuana. Das sind so szenetypische Verpackungen. Ein klassisches Drogenpaket. Luftdicht verschlossen, eingeschweißt in 4 bis 5 Kunststoffschichten. Dieses Paket war auf dem Weg von den USA in die Niederlande. Das ist mittlerweile so eine Bewegung, so ein Trend, den wir sehr oft haben. Das kommt also in der Regel aus Kalifornien und hat einen sehr hohen Wirkungsgehalt. Beim normalen Straßenverkaufswert sprechen wir bei Marihuana von einem Gramm 10 Euro. Dieses Marihuana wird für 30 Euro pro Gramm verkauft, weil es entsprechend hoch ist. Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 180.000 Euro. Marihuana zu finden ist für uns tatsächlich Alltag. Wir finden jede Nacht Drogen am Flughafen Köln-Bonn. Seit der Pandemie hat der Drogenschmuggel per Post stark zugenommen, auch der Handel im Internet. Und die Verstecke werden immer kreativer. Wir hatten schon Kaffeeverpackungen mit Kaffeebohnen. Und beim genaueren Hinsehen waren zwischen echten Kaffeebohnen Kokain gepresst und bemalt zu Kaffeebohnen. Wir hatten auch schon Kokain in Textilien eingelegt und das Kokain wurde also verflüssigt und die Textilien haben das Kokain aufgenommen. Das heißt, man hatte T-Shirts und in den T-Shirts drinne war Kokain. Und manche Verstecke überraschen selbst den erfahrenen Zöllner. Wir haben sogar mittlerweile einen Trend, dass der Karton und nicht der Inhalt das Versteck ist. Also wir hatten schon doppelte Wände im Karton und eingelagert in den Rillen war dann Crystal Meth. Doch nicht jedes verdächtige Paket ist ein Volltreffer. Aber Jens Ahland überprüft von Büchern bis hin zu Schinken alles Mögliche. Bei diesem Paket macht das Verpackungsmaterial den Zöllner stutzig. Er will genauer nachsehen. Oh, das riecht sehr stark nach Seife. Dieser sehr starke Seifengeruch dient sicherlich in erster Linie dazu, unsere Hunde zu täuschen. Aber hier sieht man sehr schön, dass in diese Verpackung eingearbeitet ein Teller oder eine Schale ist, die man auch auf dem Röntgenbild gesehen hat, um einfach die Vermutung für den ersten Betrachter zu machen, das ist Geschirr, verpackt in Papier oder anderes Verpackungsmaterial. Raffinierte Idee, aber nicht gut genug. Doch nicht nur der Drogenschmuggel ist für den Flughafenzoll von Interesse. Hier auf dem Röntgenbild haben wir sehr schnell was ins Auge sticht. Natürlich ist BTM auch verboten, aber hier reden wir halt über andere Sachen, die verboten sind. Verfassungsfeindliche Symbole, aber auch Messer, Produktpiraterie, all das sind Themen, mit denen wir uns ja auch beschäftigen. Deswegen gucken wir mal rein. In diesem Paket findet Jens Ahland eine alte DDR-Uniform. Erstmal nichts Verbotenes. Das ist so eine Sendung, die rausgehen sollte. Denn wir kontrollieren nicht nur Pakete, die nach Deutschland oder aus anderen Ländern kommen, sondern auch die aus Deutschland rausgehen. Und dieses Paket sollte aus Deutschland nach Australien. Unter der Uniform versteckt sich eine Steinplatte mit Reichsadler und Hakenkreuz. Das ziehen wir jetzt auch erstmal aus dem Verkehr und dann wird geklärt, was dahinter steckt. Aber das machen dann nicht die Kollegen, das machen dann die darauf spezialisierten Kollegen und Kollegen. Fällt aber auch unter den Bereich Verbote und Beschränkungen. Hunderte Pakete hat Jens Ahland heute kontrolliert. Kurz vor Schichtende sieht er im Röntgenbild noch etwas Verdächtiges. Auch hier sehen wir wieder sehr schön Gläser mit einem Inhalt. Gucken wir uns an. Muffins sind in den Behältern, doch die dienen nur als Versteck. Cannabis-Samen. Wir hatten mal eine Sendung, da hatten wir allein in einer 70.000 Stück. Wenn man das mal hochrechnet mit einem mittelmäßigen Ertrag so einer Pflanze, da kommt man auf ein Volumen und vor allem eine Geldmenge, die ist unnormal. Also von daher sind das hier noch überschaubare Mengen, aber für mich das raffinierteste Versteck des Abends bisher und das leckerste. Das ist ein echter Muffin. Neben den Cannabis-Samen stellen Jens Ahland und seine Kollegen in dieser Nacht insgesamt 25 Kilo Marihuana sicher.